Schmetterlinge, das sei teuer. Wollt ihr noch eine Brücke? Luft, meine Herren! Und langsam fertig werden. Und Luft! Seine Worte. Das Ziel und Glück. Und
Stadthotel. Ich möchte, dass jedes Kindlein, das Interesse hat, mir zu helfen, seine Waffen bei seinen Eltern lässt und sich waffenlos hier bei mir einfindet. Oh Mann. Kommt, Kinder, und helfet mir, den Schildwall zu testen. Mann, da würde ich jetzt auch gern mitmachen. Das wäre echt cool. Also, wenn du heute mitmachst, bist du immer noch ein Kinderlein, ja? Wenn deine Eltern da sein, ja? So, es gibt ein paar Regeln. Hört ihr mir zu? Kann ich euch hören? Es geht los, wenn ich sage, dass es losgeht. Dann testet ihr den Schildwall und ihr kommt sofort wieder in diese Position zurück. Ist das klar? Habt ihr es verstanden? Seid ihr fertig? Und los! Und zurück! Und zurück! Bilde deine Linie! Seid ihr bereit, Schildwall? Seid ihr bereit? Los! Und zurück! Zurück! Das Wort zurück bedeutet zurück! Schildwall, bereit? Kinder, bereit? Und los! Und zurück! Danke, Kinder, dass ihr mir geholfen habt zu testen. Geht zurück zu euren Eltern. Werdet vernünftig erwachsen und kommt als Krieger wieder. Aufstehen. Bildet deine Line in der Mitte rechts, links. Mama. Bildet deine Linie. Volk von Rheinfels, das war eine Folge im 23. Jahr. Feldschlacht. Und danke! Wenn es euch gefallen hat, einen kräftigen Applaus! Kein Problem. Und Männer? So lasst das Spiel beginnen.
offensichtlich den letzten, den achten Ring vom Firmamentum. Da habt ihr euch wieder ein knappes Rennen geliefert. 8 und 8 für Weiß und Grün, das heißt, Weiß und Grün teilen sich den ersten Platz im Ritt auf die Sterne. Dafür erhalten beide 3 Siegerpunkte. Die schwarze Kumpanei nur 1 Stern weniger, aber dann auf dem dritten Rang bedeutet 1 Siegerpunkt für die schwarze Kumpanei. Jetzt wollen wir aber weg von diesem Blechschuh spielen. Wir wollen einmal sehen, wie sich ein Ritter im echten Kampf erprobt hat. Denn dann musste man mit der Lanze aufs Feld. Und um zu trainieren, diese Lanze sicher und zielgenau zu führen, galt es, den Ritt auf den Roland zu praktizieren. Das ist dieses Dreibein, das Ungetüm noch. Oben auf dem Roland ist ein Schild montiert. Dieses gilt es, im vollen Vorbeiritt zu treffen, möglichst genau und möglichst hart, damit der Roland möglichst oft um seine Achse rotiert. Wir zählen die Rotationen, die Umdrehungen und schauen, welcher Reiter hat die meisten Rotationen vollbracht. Die schwarze Kumpanei beginnt in diesem Spiel. Die Lanze wird gereicht. 2 Reiter von jeder Farbe reiten auf den Roland. Wir zählen beide Umdrehungen zusammen und schauen, wer die meisten vollbracht hat. Martin von Manderscheid ist bereit, für die schwarze Kumpanei in die Bahn zu reiten. Das waren wie viele Rotationen? Alle wollen nur das 1. 6. 6 Rotationen für Martin von Manderscheid. Nun der zweite Reiter der schwarzen Kumpanei, der die 6 Rotationen noch erhöhen kann. Das wird Heinrich von Löwenstein sein. Er ist bekannt für seinen harten Hieb. Schwarze Kumpanei, Heinrich von Löwenstein. Nur volle Rotationen dürfen gezählt werden. Ein Stücklein fehlt noch. Ja, das ist vollbracht. Das waren 7 Rotationen für Heinrich von Löwenstein. Der bisher das beste Ergebnis geliefert hat. 6 und 7 macht für die schwarze Kumpanei also 13 Umdrehungen, die sie vorgelegt haben. Für die weiße Kumpanei, die nun ihre 2 Reiter auf den Plan schickt. Konrad, ab zu Ansbach. Ja, ja.
einen Angriff. Mit dem Kopf hätten wir auch gelten lassen, aber das ist vielleicht besser so. Das war ich so gebannt, dass ich ganz nicht drauf gehalten. Keinen Oculus, den wir zählen können. Aber trefflich habt ihr es versucht. Das ein oder andere Streitross fühlt sich da hinten bei den vielen anderen Pferden einfach so sehr wohl, dass sie nicht so gerne von der Herde wegreiten, sondern lieber wieder zurück. Der zweite Reiter, der weiß, kann ja einmal sein Glück versuchen. Das wird Roger von Norfolk sein. Sein Pferd ist es gewohnt, auf der linken Seite zu reiten und wird wohl den rechten Pfad kennen. Seht ihr? Aber die Lanze rutschte am Schilde ab und so konnte die volle Wucht nicht entfaltet werden. Und ach, ein Wind kommt auf, das könnte noch günstig werden für euch, Herr Roger. Eine habt ihr geschafft. Na, wir machen zwei daraus. Seid ihr einverstanden, Volk? Machen wir zwei. Zwei Rotationen ist für die Weiße Kumpanei, die somit den Sieg in dieser Exzeption nicht mehr erreichen kann. Aber die Grüne Kumpanei. 13 gilt es zu überbieten. Das haben die Schwarzen sehr, sehr trefflich vorgelegt. Das wird schwierig, das zu egalisieren oder gar zu übertrumpfen. Konrad zu Wittgenstein hat sich die Lanze genommen und reitet mit seinem Ross wieder den Rudern. Genau, ihr seht die Stelle am Schild, die ein bisschen abgewetzt ist. Wenn man da trifft, hat man die größte Kraft, die man an das Balkenwerk weitergibt. 7 Rotationen. Mit 6 Rotationen könntet ihr mit den Schwarzen gleich aufziehen. 1, 2, 3, 4. Das sieht gut aus. Die 5. Die 6. Jetzt seid ihr gleich auf mit den Schwarzen. Und mit der 7. hättet ihr gewonnen. 7 Rotationen für Martin von Regensburg. Und der Roland dreht sich immer noch. Und er holt sich sogar den Tagessieg beim Vorlandsreiten. Martin von Regensburg. 8 Rotationen. Ein Jahr Enthaltsamkeit gab ihm die Kraft für diesen Ritt. Somit hat die Grüne Kumpanei mit diesen zwei fulminanten Ritten sich den Sieg im Rolandsreiten gesichert. Sie kriegt dafür 3 Siegerpunkte. Die Schwarze Kumpanei sehr gut auf dem 2. Platz. 2 Siegerpunkte. Die Weiße Kumpanei mit mickrigen 2 Umdrehungen. Darüber schicke ich einen Siegerpunkt und von euch ein leicht ungeduldiges. Bei mir, die Ziellinie, das bin ich, ja, an mir vorbeireitet und nicht darüber hinweg, an mir vorbeireitet, dann ist er im Ziel. Wer das geschafft hat, hat sein Rennen gewonnen. Es reiten alle Farben, also jeder gegen jeden, und wir beginnen mit Weiß gegen Schwarz. Ihr seid bereit? So, reitet heran! Beide Kumpaneien noch gleich auf. Jetzt der erste Wechsel zum zweiten Reiter.
Weise, wo man nachher schneller wechseln könnte. Aber Martin von Wanderscheid hat ein schnelles Wort. Jetzt der dritte Reiter. Schwarze Kumpanei hat den Rückstand wieder egalisiert. Kopf an Kopf, weiß die Nase um. Auf den letzten Wechsel zu. Die letzten beiden Reiter machen den Sieg unter sich auf. Konter von Norfolk gegen Heinrich von Löwenstein. Heinrich von Löwenstein mit seinem schnellen Ross holt den Sieg für die Schwarze Kumpanei. Nachdem sie nach dem ersten Wechsel fast eine halbe Länge Rückstand hatten, holen sie diesen Rückstand noch auf und holen sich den Sieg in diesem Rennen. Weiß bleibt auf dem Platz und reitet jetzt sein zweites Rennen gegen Grün, die ja noch nicht geritten sind. Weiß gegen Grün im zweiten Lauf. Weiß hat das erste Rennen verloren, jetzt das zweite Rennen mussten sie natürlich gewinnen, damit sie wenigstens einen Siegerpunkt in der Staffette erhalten. Sonst hätten sie zweimal verloren. Seid ihr bereit? So, lasst das Spiel beginnen! Weiß gegen Grün. Grün hat nur drei Reiter, das bedeutet, einer von ihnen wird zweimal rein. Liebe Art von Grünfuß, eine halbe Länge, eine halbe Bahn Vorsprung, holt er. Aber Roger von Knopfbock ist noch einmal an der Reihe, während Martin von Regensburg der letzte Reiter seiner Kumpanei. Und ihr Platz wartet. Grün siegt also. Warte, Grün einen sicheren Vorsprung, aber Martin von Regensburg, ein ehrenhafter Reiter, wollte seinen Gegner nicht deklassieren mit einer halben Bahnlänge hinter ihm, hat ehrenhaft auf ihn gewartet und sich ein ehrenhaftes Rennen auf der letzten Meter geliefert. Damit hat Grün sein Rennen gewonnen, Weiß beide Rennen verloren. Kommen wir zum letzten Lauf. Schwarz gegen Grün, die stehen ja noch aus. Beide haben ihr erstes Rennen gewonnen. Das heißt, wer jetzt siegt, zwei Siege auf seinem Konto und gewinnt damit die Staffette in Staffellauf. Sing! Ihr seid bereit? So lasst die Staffette beginnen! Der Ritt um den Sieg. Die zweiten Reiter, Martin von Wanderscheid gegen Martin von Regensburg. Die dritte Reiter auf dem Plan. Aber ich habe es nicht gesehen, Heinrich von Hünstein mit einem schnellen Ross. Und Roger von Norfolk. Nein, Patrick von Regensburg. Mit einer Kopfeslänge, sagen wir, Vorsprung. Vor Heinrich von Löwenstein holt er für die grüne Kumpanei den Sieg. Zwei Siege also für die Grünen, beide Rennen gewonnen dafür. Applaudatio Maximalis und drei Siegerpunkte für Grün. Ja.
schwarz immerhin ein Rennen gewonnen. Zweiter Platz, zwei Siegerpunkte. Und weiß kein Rennen gewonnen. Ein Siegerpunkt und von euch ein mürrisches, aber treffliche Rennen haben wir dort gesehen. Insbesondere das letzte, das nur knapp entschieden wurde. Und so sind alle Siegerpunkte jetzt in Addition gebracht worden. So dass wir euch verkünden können, wer in diesem kleinen Finale die meisten Siegerpunkte auf sich vereinigt hat und Sieger im kleinen Finale zu Freienfeld 2015 ist. Wir beginnen mit dem dritten Platz und ihr ahnt es wohl, den dritten Platz hat die Kumpanei. Zweiter oder gar Erster geworden sein. Wir verraten euch erst den zweiten Platz, damit die Sieger sich schon mal ein bisschen vorbereiten können. Mit 15 Siegerpunkten auf dem zweiten Platz in diesem Turnier die Kumpanei der Schwarz. Peter Latka! Und macht euch bereit zur Applaudation Maximalis. Ihr dürft schreien, auf der Tribüne mit den Füßen stampfen. Die Weiber können sich die Obergewänder zerreißen. Denn jetzt kommen die Sieger im Kleinfinale. Ein Jubel für die grüne Kumpanei! Unterstützt habt. Das war das kleine Finale. Gleich im Halbfinale das große Finale mit den Besten der Besten, was Freienfeld so bietet hat. Das große Finale 2015 dann gleich um 16:30 hier auf dem Plan. Derweil könnt ihr noch weiter auf Christ und saufen, ob das dir dem Herrn wohlgefallen hat. Habt dann!
Malenfeld seid uns trefflich gegrüßet, die es gewagt hat, an diesen trefflichen Tage im Mai den Park hier nach Freienfeld zu finden, um hier Öl zu treiben und ein Spektakel umzuschauen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Bei flüssigem Sonnenschein geben wir uns dem hin und haben extra, weil jetzt das große Finale des freien Turniers ansteht, nur noch die Elite hereingelassen. Es hat so wenig, ja. Alle anderen wurden vor die Tore der Stadt geschickt, damit nur noch die Besten von euch hier am großen Finale zuschauen können. Denn das freie Ritterturnier, einmal im Jahr trifft man sich hier zu einem freien Turnier. Frei bedeutet, es ist ein Turnier ohne Absprachen. Man reitet ritterliche Exerzitien, also ritterliche Übungen, und misst sich darin, ohne abzusprechen, wer gewinnt, sondern jeder gibt sein Bestes und man schaut, wer in diesem Jahr wohl der beste Reiter und Schreiter ist. Viele, viele haben sich angemeldet. Einige sind noch neu dabei, andere sind seit vielen, vielen Jahren auf den Turnierplätzen in Deutschland unterwegs und manche sind auch dabei, die haben dieses treffliche Hobby sich zum Beruf erkoren und sind immer wieder in der ganzen Welt unterwegs, um mit sich und ihren Pferden für Stars in Hollywood noch mitzuhalten. Dieses bunte Trüpplein ist hier zusammengekommen. In den letzten zwei Tagen haben wir die Vorentscheidung gewonnen und nur noch die allerbesten sind jetzt heute im Finale zugelassen, die um den Sieg 2015 kämpfen und reiten lassen. Wird entlohnt mit einem riesigen Sack voll Gold und Diamanten, die natürlich schnell in der Taverne versoffen und verführt werden. Wir haben die Reiter in Gruppen gelost. Die reiten also in Kompaneien, in Gruppen. Und das haben wir einfach ausgelost, damit eine Zufallsgruppe entstanden ist, damit wir die Gruppen besser unterscheiden können, haben wir jeder Gruppe eine Farbe gegeben. Und diese Farbe sollten die Reiter mit einem Bändlein an ihrem Arm tragen, damit ich und ihr sie auch gut erkennen könnt. Drei Farben haben es ins Finale geschafft und diese wollen wir gleich natürlich mit der Applaudatio Maximalis begrüßen. Und so gebt einmal euer bestes Handgeklapper. Die Weiber kreischen dabei! Und die auf der Tribüne können mit den Füßen mitstampfen und mit dem Arsch dabei auf den Bänken setzen! Leslie! Also das, was man denen gegeben hat, das reicht immer an die Weiber. Und so seid ihr also trefflich präpariert und bereit, dass wir die erste Farbe begrüßen, die hier im Turnier reitet. Bis ins Finale vorgestoßen ist die Kompanie der Roten. Finale geschafft hat. Diese trägt ein blaues Band am Arm. Grüßen wir uns mit einer Applaudatio, die blaue Kompanie. Von Ebersberg. Von den Kreuzzügen.
aus dem Heiligen Land hat einer einen seltsamen Vogel mitgebracht. Dieser Vogel war so seltsam, dass er ihn als sein Wappentier erkor. Und dieser ist genannt im Mond Wilhelm Ludwig von Berlepsch. Und dann mit der goldenen Linie auf blauem Grund ein Reiter, der seit über 30 Jahren auf den Turnierplätzen unterwegs ist. Er war einer der Ersten, der das Turnieren überhaupt erst wieder mit seiner Kumpanei damals populär machte. Es war über die Jahrhunderte ausgestorben. Dann Anfang der 80er Jahre fand sich ein verwegenes Krüpplein. Er war unter ihnen und reitet heute hier in Freienfels. Er hat die Altersgrenze erreicht. Sein allerletztes Turnier nach 30 Jahren. Grüßen wir mit einem kräftigen Jubel Walter von Eyl. Finale geschafft. Grüßen wir, also damit wir beginnen können, die Kumpanei der Orangen. Angereist. Also aus einem Land, wo man den ganzen Tag nur schlicht laut ist und nur seine eigene Sprache spricht. Baron de Ries. Katharina von Eichenhain auf dem kleinen Rosse und Ringelettis von Pinole. Beginnen wir denn das Turnier mit dem Gruß an das Volk zu Freienfels mit dem Senken der Banner. Welche Dorfrösser nicht mehr auf das verwegene Volk auf der anderen Seite, das sich den Regen heute gehüllt hat, aus Gummi-Arabien gefertigt. Bittet euch für die Exerzitien. Wir reiten nun verschiedene ritterliche Übungen, Exerzitien genannt. In jeder Übung können die Reiter Okuli sammeln, also Treffer. Wir zählen alle Treffer, die sie in einer Übung geschafft haben und sehen dann am Ende der Übung, welche Farbe, welche Kumpanei die meisten Treffer hat. Die Kumpanei mit den meisten Treffern bekommt für den Sieg, dann melden sich auch noch ein paar Freiwillige. Heute hier ein mächtiger Jubel für diese Verbindung. Dann bereitet ihr mir den Plan. Sonst hätte ich sicherlich auch noch ein paar aus dem Publikum gefunden. Die Weiber hätten ihr direkt gerne auf den Plan geschickt. Sie haben nicht allzu viel zu verlieren. Also drei Ringe in die Lüfte gehalten, zwei Reiter jeder Farbe reiten auf die Ringe und wir schauen, wer die meisten Ringe mit seinem Spieße aufnehmen kann. Die rote Kumpanei beginnt mit Jochen vom Dreimorgenstück. Den ersten, den zweiten und den letzten Reiter gefehlt. Das war knapp, den habe ich schon fast auf dem Spieße gesehen. Zwei Treffer für Jochen von Dreimorgenstück. Nun der zweite Reiter der Boden. Hier von Drachenfels. Ja, hier von Drachenfels macht sich bereit für euch. Woo!
das waren die Reiter der roten Kumpanei. Nun die zwei Reiter der blauen Kumpanei. Fünf haben die roten vorgelegt. Man kann den Sieg in dieser Übung in die nächste Position bekommen, wenn man dann die fünf überbietet. Also beide Reiter müssen alle drei Ringe aufnehmen, um 6 zu bekommen. Und damit ist die Übung für die Reiter von 1 ohne Aufräder auf den Kumpanei-Platz. Ich hoffe, jetzt kriegt die Ringe auf die Schicksal. Alter von Eier ist schon so alt, wenn er an einem Kino vorbeigeht, laufen junge Männer mit Schaufeln hinterher. Ludwig von Berlech, Heiligen Land, war ein erfolgreicher Streiker, schauen wir, dass er hier vollbringt. Ausbeute für die blaue Kumpanei. 6 Treffer, damit die Führung in diesem Exerzitium. Jetzt aber die Orangen. Auch sie haben die Möglichkeit, mit 6 Ringen gleich aufzuziehen. Siegerpunkte auf dem 3. Platz. Ein sehr, sehr guter 3. Platz. Viele Kumpaneien, ihr habt es auf den 3. Platz geschafft. Das ist die Kumpanei von Orange. Also, 2. ist geworden die Kumpanei der Blauen. 15 Siegerpunkte für Blau. In der blauen Kumpanei Hans von Bernau, Dieter Fundel auf Hidalgo. Guido von Lieberberg, Carlo Abenau auf Gandur. Total Ekstase maximal ist hier begrüßt. Denn sie haben den ersten Rang gemacht mit 17 Siegerpunkte, also knapp nur 2 mehr als der Zweitplatzierte. Ein mächtiger Jubel für die Kumpanei der Roten, die Erstplatzierten! Auf Pepper! Und wenn wir jetzt kommen, sind wir mal!
den Herren wohlgefallen. Gleich noch Musik auf der großen Bühne, auch oben auf der Burg ist noch einiges solche Noten.